Willkommen zurück bei Kosmetier. Ja, Leute, super duper. Wir sind echt schon ein kleines Stückchen weitergekommen. Freue ich mich total. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich denke mal, wir werden in dieser Folge es schaffen, unser Raumschiff ein wenig zu verbessern. Toi, toi, toi. Und wir starten. Einmal bitte. So, da sind wir zurück. Wir haben noch zwei Gegner in diesem Bereich hier und ich würde mal sagen, wir gucken uns als allererstes erstmal unser Raumschiff an, wie wir es noch ein wenig verbessern können. Das ist die gute Frage. Es wäre eigentlich wirklich schön, wenn wir diesen Bereich hier auch nach hinten bekommen. Oder wie machen wir das jetzt? Das ist, ja. Haben wir hier jetzt im Moment erstmal noch nicht. Das hier ist, glaube ich, mit Munition. Also da müssten wir dann erst eine Munitionswerkstatt auch für aufbauen. Ich meine, das machen wir auch noch, aber ich weiß nicht. Also im Moment feuern unsere Laser ja noch mit elektronisch und ja, mit dem nächsten Teil müssten wir uns dann. Ja, müssten wir uns sehr wahrscheinlich ein Munitionslager aufbauen, eine Produktionsstätte auch noch. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, ob wir das jetzt schon machen sollen oder nicht. Oder, das ist die gute Frage. Ich würde tatsächlich gerne hier im hinteren Bereich irgendwie auch noch ein Lager schaffen. Wir werden auf jeden Fall auch Energie noch brauchen. Wir haben auf jeden Fall noch genug erstmal da. Das ist hervorragend. Personal ist auf jeden Fall auch erstmal hervorragend. Das ist schon alles gut so, wie es ist, ne? Oder bauen wir uns hier so ein Riesending hin? Ist natürlich auch eine Sache, ne? Ich meine, wir hätten die Kleinen hier. Wir können ja auch noch was anbauen. Also so ist es ja nicht, ne? Wir könnten das Ganze ja auch alles ein wenig verbreitern und wir hätten dann natürlich noch mehr Platz. Also wir könnten uns hier so ein Riesenteil auch hinbauen. Aber ich würde erstmal sagen, wir gucken erstmal, nee, kommen wir kämpfen erstmal uns durch diese Galaxie noch. Wir sind im Moment im Plus, auf jeden Fall. Und wir sollten mal gucken, was wir als nächstes machen. Wir werden erstmal noch Geld sammeln. Wir werden hier unseren nächsten Gegner ansteuern, erstmal. Und werden mal wieder speichern. Gucken wir mal, wann wir angekommen sind hier. Schauen wir mal. Gehen schon mal in eine gute Position. Unser Schiff wird gleich ankommen. Werden dann wieder Pause drücken, auf jeden Fall. Und uns erstmal unseren Gegner wieder anschauen. So. Da kommt er angeschwirrt. So. Mach mal Pause. Erstmal gucken. Wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Wie sieht der denn aus? Der hat das auch alles hinten. Na? Ja gut, das könnten wir uns dann irgendwann auch mal gönnen, natürlich. Der hat auch nur. Und eine Kanone hat der noch. Okay, also schießen wir mal als erstes auf die große Kanone. Bitte, mach mal. Der dreht sich weg, ist klar. Er will uns ja auch treffen. Die Kanone ist weg, denke ich mal. Wir sind immer noch gut dabei. Also unser Schildwert. Wow, das ging jetzt aber flott. Halleluja.
Mitten in den Kern, sehr, sehr schön. Da fliegt der letzte Rest noch von ihm an uns vorbei. Und wir mussten nichts reparieren. Finde ich cool. Also sollten wir diese Taktik erst noch ein wenig weiter nutzen. Sieht zwar nicht hübsch aus, unser kleines Teil hier, aber es erfüllt erstmal seinen Zweck und wir verdienen dadurch ordentlich Geld, dass wir uns dann ja, was richtig Tolles bauen können vielleicht. Oder uns vielleicht etwas kaufen. Schauen wir mal. Wir gehen auf den nächsten Gegner auf jeden Fall. Gucken erstmal uns diesen Gegner auch an. Das ist nicht allzu weit weg. So, komm, bleib mal da. Wir wollen ja sehen, wen wir bekämpfen. Da sehen wir nämlich schon. Der dreht sich wieder wahnsinnig schnell. Oh, was haben wir denn da? Ein Moskito haben wir da wieder. Okay. Der hat hier seine. Der hat nur eine Dings. Mann, Mann, Mann. Das ist. Ach nee, hier hat er auch. Oh, nee. Hat er nicht mehr. Der hat nur eine Kanone. Okay, ja, dann wissen wir ja, was mit dem passiert. Dann werden wir jetzt kurz einen Prozess machen, auf jeden Fall. Wir gucken uns das an. Hier sind wir hier. Und gib Schub. Das sollte dann tatsächlich kein Problem sein, wenn er denn dann trifft und Autosave vorbei ist. Ich muss das mal umstellen. Das kann man irgendwie noch umstellen, dass er nicht andauernd speichert und damit ist der Moskito also schon zerbröselt. Da haben wir die Fliegenklatsche ausgepackt, Leute. Das war ein Satz mit X, aber es ist eben, wie gesagt, wir sind ja auch noch in dem ganz leichten Anfängermodus hier. Aber immerhin, ne, wir sind also schon mal eine Galaxie weiter und zerbröseln einen Moskito. Bäm, das war's. Sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, wie sieht es aus? Wir brauchen nichts machen. Unser Schiff ist nicht beschädigt worden. Sehr, sehr schön. Dann wollen wir doch mal gucken, wenn es so gut läuft. Haben wir hier noch? Wir haben hier nämlich, glaube ich, nochmal Amateur. Hier haben wir nochmal vier gegnerische Schiffe und da werden wir nicht lange fackeln und werden uns da mal hinbeamen. Weil wir es können, auf jeden Fall. Wir laden gerade auf und geben gleich dann wieder Energie. So, ready und. Da sind wir schon da. Nee, jetzt sind wir da. Wow. Sehr, sehr schön. Uns geht's gut. Alles hervorragend. Unser Schiff sieht hervorragend aus. Wir haben alles beim Alten belassen. Finde ich jetzt eigentlich auch, ja, wir könnten dieses hier dann so ein wenig auseinanderziehen. Ob wir es jetzt schon machen. Ich meine, das hier sollte dann natürlich auch unsere Breite erstmal abdecken. Also weiter als hier werden wir erstmal uns nicht erweitern. Wobei wir dieses hier ja dann auch noch alles ein bisschen weiter auseinanderziehen könnten. Machen wir jetzt aber noch nicht. Kommen wir sammeln weiter. Dann können wir hier vielleicht auch Zwischenräume machen. Hätte ich eigentlich auch noch ganz gerne. Dass es ein bisschen auch nach ein bisschen was aussieht. Wir haben es ja jetzt alles doch ein wenig zusammengequetscht. Wobei es auf der anderen Seite auch wieder gut ist. Unsere kleinen Männchen brauchen dann nicht allzu weit laufen, ne? Was haben wir denn sonst noch? Hier ist es, ja, Raketen können wir noch machen und Munition. Was haben wir denn sonst noch? Hier sind diese Teile, die wir danach anbauen können. Okay, das ist, können wir dann auch mal machen. Einen Feuerlöscher haben wir auf jeden Fall schon mal da. Ja, könnten wir auch noch gebrauchen. Machen wir aber jetzt im Moment auch erstmal. In dieser Liga glaube ich noch nicht. Hier haben wir alles. Das Teil sollten wir dann tatsächlich irgendwann versuchen mal. Vielleicht legen wir das auch hier hinter und lassen an den beiden Seiten einen Durchgang hier. Dann sieht das Ganze vielleicht.
auch ein bisschen symmetrischer aus, als es jetzt im Moment ist. Wäre eine Alternative, machen diesen kleinen Wohnbereich dahinter einfach weg. Den brauchen wir sowieso nicht mehr. Wir werden hier sowieso noch mal Crewmitglieder irgendwie hier hinten hin verfrachten, auf jeden Fall. Geld haben wir genug. Nee, komm, wir machen erstmal noch, wir kämpfen. Wir kämpfen noch ein bisschen. Kleines bisschen kämpfen wir noch. Wir suchen uns hier ihn hier aus und fliegen einmal in seine Richtung hier. Fliegen. Flieg, flieg, flieg. Mal gucken, ob wir wieder einen Moskito vorfinden. Der fliegt so schön. Jetzt müssten wir gleich da sein. Hier. Nee, haben wir nicht. Oder? Was haben wir denn da? Pause. Stopp. Ein fallender Stern. Na, das klingt doch schon mal gut. Also, wer sich fallender Stern nennt, der hält sicherlich hier sehr viel auf sich. Der hat aber drei von seinen Geschützen. Wir feuern natürlich erstmal auf die große Kanone, ist klar. Mach mal. Wir gucken uns das an. Der dreht da sich weg. Aber wir sind ja mit unserem Schutzschild, also wirklich, das im Moment hilft uns das noch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Wir haben noch keinen großen Schaden. Ich glaube, wir haben bis jetzt noch gar keinen Schaden. Also von daher sollte das jetzt erstmal gut sein. Na, rutsch nicht weg. Hier. Ach Mann, bleib doch mal stehen. So, jetzt ist er aber gleich kaputt, der Gute. Wir haben ihn zerstört. So sieht's aus. Nochmal 17.000 dazu. Das sieht doch alles hervorragend aus. Gefällt mir. Also absolut. Das kann so weiterlaufen. Da haben wir kein Problem mit. Und wir haben null Reparaturen an unserem Schiff. Also besser geht es doch eigentlich gar nicht, oder? Das finde ich schon ziemlich genial. Was wir uns jetzt vielleicht mal überlegen. Einen so einen großen hier hin. Komm, wir bauen mal wenigstens einen so einen großen Antrieb. Dann haben wir da schon mal so ein bisschen stylischer aufgebaut hier. Wird natürlich sehr wahrscheinlich, werden wir hier dann noch einen weiteren Antrieb benötigen. Denke ich mal. Wir gucken mal, wie sieht es sonst aus? Eigentlich im Moment alles sehr, sehr gut, ne? Wir könnten das jetzt tatsächlich auseinanderschieben. Ich weiß noch nicht, ob wir es jetzt schon machen sollen oder noch nicht. Nee, das wollen wir jetzt nicht. Komm, wir kämpfen uns durch die Galaxie. Wir sind gerade gut dabei. Wir gucken uns hier diesen Gegner, gucken wir uns jetzt an und markieren ihn als Ziel. Wir sind gerade wirklich ziemlich, ja, gut. In der Anfängerliga. Ne? Aber egal, das macht uns nichts. Wir gucken gleich erstmal wieder. Wir kommen in den Radius rein. So, stopp, was haben wir da? Da haben wir was Neues. Wieder ein roter Pirat. Der hat wieder mehrere Dings hier. Ja. Der sieht wieder böse aus, aber ist er eigentlich gar nicht, denke ich mir. So, komm, dann legen wir hier diesen. Erst als erstes Ziel fest und schauen mal, ob wir treffen. Ich denke schon, dass das klappen wird. Ja, volle Breitseite erstmal drauf. Das ist gut so. Das Ding ist gleich kaputt. So sieht's aus. Hau drauf. Was geht? Da ist nicht viel, ne? Haben wir Schaden erlitten schon? Ich weiß es nicht. Bis jetzt, da trudelt er uns da durch die Gegend. Sieht ja witzig aus mit seinen Totenköpfen da, ne? Viel Farbe, aber nichts dahinter. So sieht's aus. Ne?
sind wir schlicht im Moment und nicht gerade hübsch, aber dafür effektiver, ne? So, gleich hier bewegt sich schon kaum noch, also goodbye, Pirat, das war er. Ne, jetzt noch der Kern, bam, da war's das. Ja, ist doch gut gelaufen, ne? Kann so weitergehen, kann so weitergehen, ne? Haben wir Schaden erlitten? Nee. Das freut mich total. Ich bin erstaunt. Bei meinem Testversuch hat das nicht so gut funktioniert, muss ich sagen. Bis jetzt sieht das Ganze ziemlich genial aus. Auch mit unserem kleinen Mini-Raumschiff kommen wir hier ganz gut durch. Und ich würde sagen, wir haben wieder zwei Gegner, lassen wir uns für morgen. Und schauen dann einfach mal. Ich bin gespannt, wie viele wir noch in der Amateurliga, wie viele Raumschiffe wir noch finden können. Allzu viele werden das sehr wahrscheinlich jetzt nicht mehr sein, bin ich fast sicher. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt schon einiges an Geld gesammelt, dass wir uns was leisten können. Und das werden wir dann tun, wenn wir es brauchen. Im Moment brauchen wir es nicht zwingend, also sollten wir auch noch ein wenig sparen. Schauen wir einfach mal. Und bis dahin wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.